Ubisoft präsentiert Oase von Shiva, 49 vor unserer Zeit. Wüste. Oha. Das sind wir das. Ptolemaios, Pharao, die alten Ptolemäer, griechische Nachfahren noch aus Zeit von Alexander der Große, Diadochenkämpfe. Ein Jahr später, Knickpyramide. Oh. Du bist der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek. Ja, ist klar. Lecker. Wir werden dich Rutschek, finden. der Reiher. Wir werden dich finden. Wenn du schläfst! Oder auch nicht. Die Maske würde ich nicht Schlaf! aufsetzen Ich wollen. schlafe nie! Ich warte nur in den Schatten und ich werde euch alle töten! Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva! Okay. Interessant. Geht gleich los. Keine große langatmige Einführung. Zeitsprung und. Oh. Gamepad. Okay, was muss ich machen? Hyptatos, Rutschek, Leibwache. Ah. Okay. Kann ich bitte. Du Gamepad. Sehr hast meinen schön. Herrn ermordet und mich für tot gehalten. Das war ein Fehler. Um ein Ziel zu Dein erfassen. Herr war ein Ich Mörder. nehme dir dein Leben. Ich habe ihm die Treue geschworen. Das ist eine Frage der Ehre. Ich bin der Magi aus Siva. Du stirbst, dann bist du ein würdiger Gegner. Ja. Alles klar. Können wir jetzt kämpfen? RT, mein Ziel zu erfassen. Ich räche meinen Meister, Rodjek. RT. Das fängt schon mal gut an hier. Wieso macht er hier nichts? Warte mal. Ich nehme dir dein Leben, LB, Mutter. um zu blocken. Okay, gut. Vielleicht. Also RB für einen leichten Angriff. Gut. Wie kann ich ausweichen? Du magst schnell sein, Magi, aber ich bin stärker. Okay, ausweichen muss ich unbedingt noch lernen. Kriegen wir alles hin. Ich glaube X, ne? Welch Ehre, gegen Ich den bin letzten Magi gekämpft zu haben. kein sehr guter Gamepad-Spieler. Ich bin halt PC gewohnt. Du stirbst an diesem einsamen Ort. Das werden wir ja sehen. Jo. Ich hab dich doch. Autsch. Er lebt auch noch. Okay, das ist so wie bei Round 2. Fight. Okay, gut. So kann man sich auch ein Schild besorgen. Herr Schrippe, grüß dich. Und herzlich willkommen an alle, die jetzt gerade einschalten. Assassin's Creed. Wir fangen gerade erst an. Eine zerbrochene Waffe rettet dich nicht. Dieser Ort wird einem von uns als Grab dienen.
und gehen hier gerade so, ups, durchs Tutorial, könnte man sagen. Du bist keiner von denen, die ich töten will. Eine Frage der Ehre. Wir kämpfen bis zum Tod. Ach, RT so ist... jetzt weiß ich. Das war durchdrücken. Alles klar. RT für den... Ah, okay. Schilddurchbruch. Wow, das muss ich mir jetzt alles merken. Na, GZ. X, um auszuweichen. Gut. Naja, ich hoffe, das kriege ich hin. 1, 2, 3. Alle hopp. Aua. Ausweichen, ausweichen. Komm, Schnelligkeit, Schnelligkeit ausnutzen. Und von hinten. Ja, schön. Das ist so ungewohnt, dass hier Schadensanzeige ange... Also die Schadenzahlen. Aua, lass das. Benutze RBRT, um eine Spezial... Warte mal, RB... Was ist RB? RB? Rechter Button ist das? Warte mal, wie mache ich das jetzt? Halt, halt, halt. Warte mal, alles klar! Beides gleichzeitig. Tragen, plündern! Halt! Plündern, plündern, plündern! So, den ersten Toten haben wir schon. Schwere Keule. Mein lieber Herr Gesangsverein. Du hast eine neue Waffe. Drücke um. So. Oha. RB Ziele. Karte. Zoomen. Zoomen, zoomen, zoomen. Ja. Das habe ich schon gesehen. Es ist riesig. Ja? Schaut euch das mal an hier. Wenn das Gameplay das hält, was es verspricht hier bei Assassin's Creed, dann werde ich hier meinen Spaß haben. So, Ausrüstung. Okay, das ist auch Kontur, Reittier, Herstellung. Es gibt Crafting, Herstellung. Warte mal, da können wir ja die Maus wieder benutzen. So, wenn ich das jetzt ändern will, wie mache ich das jetzt? Bronzeschwert, schwere Keule. ST, Stufe 1 wohl, Qualität 6, Schaden 38 pro Second. Langsam, sehr stark. 37, kritische Trefferchance, ausbalanciert. Ich bleib mal beim Schwert. Streitkolben ist zwar wahrscheinlich ganz, ganz interessant. Aber ich mag lieber schnelle Waffen. Oh, Shop. Natürlich, ist klar. Ja, ja. Das alte Gedöns. Neck. So. Kein Ausgang. Neck heißt Scheiße. Ameisenscheiße. Gut. Tragen? Ich trag den noch nicht. Wo komme ich hier wieder raus? Halte gedrückt, um den Animus-Impuls einzusetzen. Ach, gedrückt halten. Oh. Der Herr hat Radar. Sky4K, ich grüße dich, mein Lieber. Na? Da hinten ist was. Ist hier noch? Warte mal, kann ich? Nö. Egal. Dann gehen wir da mal hin. Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Manche Bereiche verfügen über verborgene Eingänge. So. Ich sehe schon, es wird ganz toll. Muss durchqueren. Ach ja. Also für Fails wird gesorgt sein. Für die Leute der morbiden Unterhaltung. Ja, ich werde wahrscheinlich öfters auch sterben. Halte gedrückt, um eine Fackel herauszuholen. Bis gedrückt halten. Unterschied zwischen antippen und drücken gehalten. Ja, 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 ja. Da ist das Stargate drin, ne? Falscher Film. Aber ich mag, wie du denkst. So, springen. Hier muss ich ja drücken, um zu springen. Alles klar. Alle hopp. Hui. Schon. Grafisch bis jetzt. Sehr ordentlich. Hochklettern. Also, das ist alles eine Taste. Das haben sie ja, glaube ich, auch vereinfacht. Wow. Wuhu.
schön. Das wurde sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Ja. Je nachdem, was für eine Pyramide das ist. Naja, wann haben die angefangen? Ich glaube, so die ersten tempelartigen Dinger irgendwie so 4000, dann 3000 und die Hochzeit waren, glaube ich, 2500 mit den Pyramiden. Aber das könnt ihr ja alles selber nachschlagen. Wenn ihr wollt. So, wo muss ich jetzt hin? Plündern, natürlich. Vergib mir, großer Amun. Ah. Aber das brauche ich. Du, entschuldig? Ah, weil es ist ja Art Tempel, okay. Das Loot-System. Sehr schön. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Weil du hast hier keine langatmige Animation, die das Gameplay unterbricht. Du drückst einfach, klick-klack. Und dann nimmt er das einfach auf. Das gefällt mir sehr gut. So, kommt man hier hoch? Alle ab? Oh, da hinten jede Menge. Lalalala. Oh, war hier. Die Reichtümer der Vorfahren. Jetzt sind sie mir. Wuhu, Jackpot! Yay! Warte mal. Nimm doch ein bisschen hier mit. Da ist genug Gold für alle da! Aber nein! Was ist mit dir? Was ist kaputt mit dir? Nimm doch einfach. Hier ist doch genug. Plus. Ja, genau. 6 Goldstücke und hier. Ja. Hochklettern. Okay. Naja. Also, ich will versuchen, generell auch vielleicht meine Intention bei dem Spiel. Ich werde versuchen, so viel es geht mitzunehmen. Aber ich werde jetzt hier nicht versuchen, jeden einzelnen kleinen, ja, Popel zu erforschen. Oh, Eisen, Bronze. Ah, Zyklon. Am Anfang, wie bei vielen solcher Spiele, wird man sicherlich etwas mehr einsacken, weil am Anfang hast du noch nicht so viel. Und dann ist es ja oft so, dass man dann irgendwann genug Materialien und Gold hat. Naja. Lassen wir uns mal überraschen. Also das Loot-System gefällt mir gut. Runterklettern. Das muss ich, glaube ich, noch üben. Fällt mir noch nicht so ganz. Wieso schleichst du jetzt? Ah, B ist die Schleichtaste. Wieder was gelernt. So, also wir haben jetzt unseren ersten Gegner besiegt. Wir sind jetzt hier in der Pyramide. Müssen wahrscheinlich einen Weg raus hier finden. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass das hier so ein so das Tutorial ist. Oh, da oben ist noch was. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Man kann auch Licht machen. Wenn man Sachen ans... Oh, okay. Ah. Das hört sich gut an. Okay, gut. Also, wir haben ein bisschen was mitgenommen und jetzt... Warte mal, sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Einmal hier hinten? Ja, okay, gut. Er läuft, glaube ich, automatisch. Achso, generell. Wenn jetzt aus dem Stream heraus, wenn es irgendwelche generellen Tipps gibt, immer her damit... Bloß keine spezifischen Tipps, so nach dem Motto, hö, ne? Also kein Spoiler, aber wenn ihr sagt, hier, du kannst auch Sachen anzünden oder du kannst noch schneller laufen oder das und das ist so eine Kombo, seid ihr herzlich eingeladen, das dann auch in Chat zu schreiben. Oder für die Leute, die es in YouTube jetzt sehen, vielleicht schreibt es in die Kommentare. So, Impuls. Okay. Sehr ungewohnt für mich, mit Pad zu spielen. Aber ich bin ja noch jung. Ich bin noch... Will ich da runter? Nein, da waren wir, ne? Ja. Gut, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Hat es hier gerade... A ist Klettern, okay.
Oh, von hier oben muss man eine wunderbare Aussicht haben. Hey. Schwingt der hier so automatisch? Ah. Zack. Okay. Weißt du, hier da hinten. Gold ohne Ende, ja, aber naja, es wäre auch zu schön. Ah, ich. Ah, okay. Gut. Torfmoor, mein Lieber. Hi, ja. Herzlich willkommen und Hockergebilde, hallo. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen und alle anderen, ob jetzt Lurker, regelmäßige Zuschauer oder neue Zuschauer, herzlich willkommen. Da oben. Licht. RT, was ist nochmal RT? Das ist. Okay. Gut. Schönes Detail. Hochklettern. Warum muss ich jetzt an Asterix und Obelix in Ägypten denken? Mit diesem, wo dann Obelix. Bin ich jetzt. Ah, da muss ich wahrscheinlich raus. Ah, ich wollte hier nach da oben und hab mir schon gewundert. Hey, wie geht denn das? Dann wo Obelix die. Diese Wand. Ja, lass mich das aber noch zuerst zu Ende erzählen. Um die Wand kümmern wir uns später. Und dann Obelix die Sphinx hochklettert. Und dann so, oh, von da oben muss man eine wunderbare Aussicht haben. Naja. RB. Was ist RB? Ja. Landi, hallo, mein Lieber. RB. Nochmal. Okay. Ui, hier ist hell. Soldaten. War ja klar. Okay, gut. Hier komme ich. So, wie machen wir das mit dem Kämpfen? Was war das? Schnappt ihn! Naja, schnappt ihn. Naja, nichts sterben. Pass auf! Ach so, ich muss immer erst. Wem sagst du das? Einen Gegner erfassen. Speichern. Speichern ist immer gut. Bin ich aber nicht. Nein, ich werde. Ups. Hey, hey, hey. Ah, ja. Jawohl. So, ich gehe mal davon aus. Der Anna ist mein Freund. Das war's. Sehr geil. Was hast du gemacht? Gar nichts. Speichert. Cutscene. Sehr schön. Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten dir eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, ha? Ja, danke. Hey, BFF, ha? Du hast einen Bart, ha? Ja. Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Raya. Noch vier. Komm, es war eine lange Reise. Du brauchst Ruhe. Ach nein, keine Ruhe. Erst wenn die Gedärme aller Maskierten in der Sonne schmoren. Götter! Wie du mir gefehlt hast. Jut, jut. Weiß ich nicht, kümmere ich mich drum. Halte gedrückt, um dein Reittier zu rufen. Looten. Da hinten war der erste. Alter, schön. Endlich mal wieder. Plündern, zack. Dann gibt's hier die Säcke. Interessant. Aha. Okay. Hey, wo ist dein Loot? Hast du keinen Loot? Ups, nicht da hoch. Oh, lass das. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich mit diesen Knöpfen hier angreife. Ja. Und mit dem hier. Kletter. Also, das wird bestimmt noch zu einigen lustigen Koordinations. Missgeschicken führen. Ach so, warte mal. Da muss ich mich dran gewöhnen, dass ich diesen. Tja. Wie auch immer man das nennt, diesen Animus-Impuls öfters trigger. So. Wo ist mein hübsches Reittier? Ach, gedrückt. Halte gedrückt. Ah, oh. Da bist du ja, Junge. Juhu. Und los, warte mal. Wie ist es euch hier ergangen, seit ich fortging? Ach, es war schwierig, Bayek. Und darf ich nicht quatschen? Ohne dich erwarten die Dorfbewohner, dass ich für Ordnung sorge.
Ja, dann mach doch. Aber die Soldaten aus der neuen Garnison mischen sich in alles ein. Eine Garnison in Siva? Ptolemäus will die gesamte Region kontrollieren. Ich gebe mein Bestes, um die Einwohner vor Ärger zu bewahren. Doch ich brauche Hilfe. Ah, ich bin ja jetzt da. Ja. Aber vergiss nicht. Ich muss meine eigenen Ziele verfolgen. Ach. Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass, Seni. Seni, Mann. Folge. Hepzifa heißt er. Gut. Ich hoffe, ich kann mir den Namen merken. Ria, hallo. Na? Wow. Grüße. Und den Celtic. Grüß dich auch, mein Lieber. Was ist hier geschehen? Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie... Brennen? Du bewegst dich wie eine Schildkröte. Sagt wer? Ha! Oh. Kann ich absteigen? Komm mal gucken. Ah ja, okay, muss man nur gedrückt halten. Warte mal. Ja, Loot! Hier gibt's Loot! Wir sollten nicht hierbleiben. Ah. Da gibt's was zum... Da gibt's was zum Mitnehmen. Und dann mache ich das auch. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. So. Das ist automatisch laufen. Für die Leute, die sich hier vielleicht auskennen. Komm in Bewegung, alter Freund. Sag mal, bis jetzt warst du mir sehr sympathisch, aber macht mir keinen Druck, ja? So. Schöne Animation, gefällt mir. Plündern. Bayek, komm jetzt. Ja. Und da sich bis jetzt noch keiner gemeldet hat und sich beschwert hat, gehe ich mal davon aus, dass das mit der... mit dem Sound einigermaßen komm hinhaut, wa? Komm in Bewegung, alter Freund. Oh, apropos. Wo ist das Kamel? Komm her. Wir sollten nicht hierbleiben. Gehen wir. Ria hat einen Umzug hinter sich gebracht. Na, dann hoffen wir. Umzug ist immer mit viel Arbeit verbunden. Aber es ist, wenn es geschafft ist, wie viele Dinge dann auch sehr, sehr befriedigend. Wow. Willkommen daheim, Bayek. Siva hat dich vermisst. Wow. Ey, 25 EP. Sehr schön. Ist das groß hier? Ich mag das. Also, wenn ich wundere, das kommt nicht von mir, das macht unser Kumpel hier. Sehr schön. Wow. Oh, langsam, langsam. Ich will das ja genießen. Eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben, seiner Hoheit Ptolemaios, dem Herrscher beider Länder. Beider Länder? Ober- und Unterägypten oder was? Ja, stimmt, Ober- und Unterägypten. Wieso? Weiß ich nicht. Bayek, komm jetzt. Bürger von Siva. Bürger, etwas aus jenen wird die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Also leistet seinen großherzigen Befehlen Folge. Wer spricht da gerade? Irgendwo eine Hinrichtung oder? Wow. Oh, guck mal hier. Das ist ein Auto-Navi-Esel. Der kann. Der weiß, wo er lang geht. Ja, das ist. Hier auch. Ich würde die ja nicht so. Oh. Ja, so, aus dem Weg. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Die Einheimischen sehen mitgenommen aus. Niemand in der Oase kann einen Schritt tun, ohne dass er verhört, bedroht, besteuert oder verprügelt wird. Ja, klare Verhältnisse hier, wa? Gut. Hoppel, galoppel, galoppel, galoppel. Wow. Simba auf. Geh mir aus dem Weg! Was stimmt nicht mit dir? Du bewegst dich wie eine Schildkröte. Ich beweg mich doch nicht wie eine Schildkröte. Wir haben gelernt zu gehorchen und den Kopf einzuziehen. Okay. Du siehst ja, wie es ist. Erregen wir keine Aufmerksamkeit. Wirst du dein Haus besuchen? Da gibt es nichts für mich. Hm? Erzähl mir vom Ibis. Medunamun. Ist er hier? Der Ibis? Bewegung! Weg da! Ach, ja, aus dem Weg. Ich bleib doch nicht stehen. Achtung! Oh, es gibt wieder Heu! Ja! Wenn wir irgendwo runterspringen müssen, dann ab ins Heu. Ja. Die alten Assassin's Creed. Werden es kennen.
Komm jetzt. Ah, bin doch schon da. So. Es ist die Plage dieser Oa. Gut, speichern. Mein Heim. Oh, lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Will ich mal schwer hoffen? Geh einfach hinein. Ich will mir erstmal mein... Schön. Wie sieht denn dein Tier aus? Hat ein bisschen was von den... Wie heißen die, Star Trek 5? Diese Reittiere? Sehen so ähnlich aus. Nun gut. Gut. Ich soll jetzt einfach reingehen. Hat sie, sehr schön. Aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Okay. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifa! Hepzifa! Schon wieder die Soldaten! Bayek! Rabia! Meine Rabia! Ich hab mich um dich gesorgt! Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Ah. Sieh dich an! Schnitte? Prellungen? Das ist nichts. Setz dich! Hm? Setz dich! Setz dich. Ich kümmere mich um dich. Okay. Du hast dich nicht verändert. Das ist unsere Nanny, oder du, wie sollte man sagen? Ich habe euch zwei immer verarztet. Und dann eure Eltern belogen. Okay. Die Zeiten ändern sich. Aber du bist noch der Alte. Er sieht sehr kernig, aber auch sehr mitgenommen aus. Wird er erstmal gewaschen und verarztet, das ist gut. Sehr schön. Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Ah, Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ja? Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Halt, oh, LT. Mal gucken. Das ist jetzt natürlich so der Moment. Ich probiere mal hier. Es geht, aber. Das wird natürlich im Kampf, wenn es hektisch ist, mit dem Controller etwas... schwieriger als mit Maus und Tastatur. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Liegt gut in der Hand. Ich habe ihn hart bespannt. Schieß noch einmal. Ah, gedrückt halten. Alles klar. Danke. Gedrückt halten. Ah. Gut. Muss ich mir nur merken. Ich hoffe, es funktioniert. Gut. Hepzifa! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Komm, schnell! Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifa! Wir wollen nur mit dir reden! Ist klar, ich hab das doch gehört. Hm? Nomak Rotjek wurde ermordet. Womöglich war dein Freund der Major beteiligt. Komm raus! Wenn du seinen Namen reinwaschen willst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hinterhalt vorbereiten. Gut. Scheiße. Kann ich auch. Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Das werden wir schon verhindern. Sei unbesorgt. Ja. Ich töte sie alle. Das ist meine Ansage. Gefällt mir. Ja. So, was muss ich jetzt machen? Ein Gegner hatte ich entdeckt. Hui, er wird sich nähern und der Sache auf den Grund gehen. Drücke B, um dich hinzuhocken oder wieder aufzustehen. Okay. Was war das? Wer ist niemand. Da? Bleib unten. Da mach ich doch. Er kommt uns zu nah. Oh, oh. Hey. Was kann ich? Solange der Balken gelb ist, hast du ein kleines Zeitfenster, um den Gegner auszuschalten, bevor er dich angreift. Y niederschlagen. Das ist nur... Genau, er will nur reden. Ist klar. So, Y. Jetzt erledigen wir den Rest. Ja, plündern. Give me all your money. Also Y ist... Chup, 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 chup. Drücke, um zu pfeifen und nahe Gegner anzulocken. Das probieren wir doch gleich mal aus. Hepzifa!
Ram. Der schlägt jetzt aber nur K.O., ne? Speichert. Okay, gut. Macht das einen Unterschied? Töten? Oder... Ich werde mich von hinten anschleichen. Damit hat er nicht rechnet. Beim großen Reh. Sie dürfen mein Haus nicht auch noch niederbrennen, Bayek. Zack. Gut. Oh, wie er sich krümmt. Okay. Soll ich hier hoch, oder? Gib dir Deckung. Ja. So. Ich da mal... Oh, da ist noch einer. Naja, also das ist jetzt das Schleichtutorial. Würde ich mal behaupten. Hui. Hm, sehr robust. Wie viele waren das? Das waren jetzt 3. Und 6 Stück waren das. Na, die stehen ja alle sehr günstig. Ist da oben jemand? Bestimmt noch. Hm, guck mal. Guck. Zack. Oh, es gibt... Ah, dafür gibt's EP. Plündern. Geh dann mal zurück. Probier das mal über die Leiter hier. So. No cap kill all. Mach mal. Wie kann ich... Ups. Den konnte ich wieder plündern. So, wo ist der letzte? Ah, da ist oben beim Hut. Mit Fragezeichen. Das ist dann immer the next possible Gegner. Okay. Geben wir... Also entweder hat er einen richtigen... Naja, es sieht ein bisschen merkwürdig aus, wie er sich da krümmt. Ah. Jumpkill. Du siehst mich nicht. Das war's wohl. Ach so. Danke, Bayek. Das waren alles. Ja, unser Kerl. Ist das egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Ja, warum redest du auf einmal so komisch?